Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, Bugs, Pannen und Niedliches, was mir da widerfahren ist in den letzten Tagen, das wollte ich euch mal nicht vorenthalten, während wir hier einen schönen Angriff von unserem Pascal auf ein anderes Bauarbeiterdorf sehen. Da geht es ja auch ein bisschen weiter. Darum geht es auch in der Folge so ein kleines bisschen, aber ich will euch gleich erstmal einblenden, was mir passiert ist, während ich mit meinen Emulatoren hier arbeite. Ich arbeite ja oftmalig mit mehreren Android-Emulatoren gleichzeitig und habe dann auch noch Webseiten auf und ein paar Programme offen und dann noch dies auf und das auf. Also mein PC hier ist immer schon ganz schön am Glühen. Und wenn es dann aber knapp wird mit dem Arbeitsspeicher und mit der CPU, die sowieso fast immer am Deckel ist hier, wenn ich hier richtig loslege. Das können wir uns jetzt gleich mal in einem Video anschauen, wenn wir hier noch die letzten Prozente sehen. Ja, super, 100%, Donnerwetter, echt nicht schlecht. Und ich muss mir mal angucken, aha, zwei Bomber benutzt, 30 Barbaren. Aber wir gucken jetzt mal eben rein, was mir da eigentlich widerfahren ist. Und zwar hatte ich eine Verteidigung von Alex kurz mal gesehen. Und wenn ihr mal richtig genau hinguckt, man sieht nur so kleine Punkte da rumspringen, die meine Base hier machen. Unten sieht man überhaupt gar keine Truppen in den Feldern. Und am Ende sieht man jetzt auch, dass hier zwar viele Truppen stehen, aber man sieht die Bilder überhaupt nicht. Was mich dann noch mehr gewundert hat, ist, dass alle hier ihren Dienst verweigert haben. Bogenschützentürme leer, Magiertürme leer und links steht noch so eine 97. Also das Ganze geht dann irgendwann mal weg, wenn man das Spiel neu startet. Aber das passiert einem, wenn man hier etwas zu wenig Memory hat. Also wenn einem wirklich mal der Saft ausgeht hier. Und das fand ich schon sehr, sehr kurios. Ja, das fand ich schon sehr kurios. Und da hatte ich echt Glück, dass ich auch gerade noch so den Aufnahme-Button gefunden habe in der Software hier, um das mal mit festzuhalten. Also es war wirklich schon etwas Außergewöhnliches. Ich hatte das bis dahin auch noch nicht gesehen mit dem Bogenschützentürmen und dem Magiertürmen. Das kannte ich schon. Das habe ich schon öfter gehabt hier. Ich glaube, das ist ein Bug, den räumen die auch mit einem optionalen Update wieder hier raus. Was mir hier aber aufgefallen ist in der Bauarbeiterbasis, das ist, wie im Thumbnail beschrieben, nach wie vor das Niedliche. Ich hatte das gar nicht gesehen, dass hier bei den, ich scrolle hier mal noch ein bisschen näher rein, dass hier bei den Zeitbomben die Uhren hier so abtickern. Also echt krass animiert hier, muss ich sagen. Und auch hier nach wie vor beim Gold- und Elixiersammler. Beim Elixiersammler kommt immer so ein kleiner Blub raus. Und beim Goldsammler ist, glaube ich, aber auch so in der anderen Basis. Da kommt immer, da ist immer diese Galeere hier, die das Gold bringt. Und wir sehen es hier gerade am Tesla gesehen, wer genau hingeguckt hat, die Bauarbeiter pennen hier. Also nicht die Bauarbeiter, sondern die Bauarbeiterinnen oder die Bewohnerinnen dieses Dorfs hier. Da, im Rasen, hier im Rasen, in diesem Gras hier. Das ist absolut niedlich. Da legen die sich hin und pennen einfach mal eine Runde. Also das ist echt der Klopfer. Auch das, da, wieder, ne? Da pennen die einfach mal so ein bisschen. Und auch das Gras, wenn die hier durchlaufen. Oh, hier pennen jetzt ganz viele, 3 Stück auf einmal. Dass hier der Rasen so schön, dass das Gras so schön animiert ist, wenn die hier so durchlaufen. Und ja, das finde ich, sind wirklich so die kleinen Niedlichkeiten hier. Abgesehen davon, das, was wir ja schon kennen. Hier, die heben immer ihre Axt, wenn man hier einmal aufs Lager klickt. Und die Bogenschützen heben einmal die Faust nach oben. Die Riesen sind da eher ohne Emotionen, würde ich mal so sagen. Ja, aber ich habe hier ein bisschen weiter gemacht. Ihr seht das auch. Ja, ich will mal so. Ich glaube, so ist das am besten. Ich habe die Uhr mittlerweile zweimal ausgebaut. Ich kann jetzt schon 10 Minuten boosten. Und habe mich dazu entschieden, dass ich hier diese komische Post, also diese kleine CB hier im Moment nicht baue. Ja, die baue ich sicherlich, aber das war nicht Prio. Prio war natürlich erstmal das vierte Lager hier. Das hat ja schon ein bisschen gedauert, weil ich natürlich erstmal das
Elex-Lager hoch haben musste und ich habe die Kaserne mittlerweile auch abgedatet. Kann die jetzt nicht weiter updaten. Kann aber jetzt schon alle Truppen trainieren, bis zum Babydrachen hin. Kann die natürlich noch nicht leveln. Das habe ich heute Morgen angestoßen. Das heißt, mein Labor läuft jetzt erstmal auf den nächsten Level. Und ja, ihr seht schon so ein bisschen an den Pokalen. Ich habe da ja echt rumgeeiert, so bei 1300, 1400. Es geht jetzt schon etwas geschmeidiger hier. Meine Base habe ich nicht großartig umgebaut. Habe ich also immer noch kein schickes Design gefunden. Das habe ich nur so ein bisschen für mich modifiziert. Und wir gehen aber trotzdem mal in einen Angriff rein. Wie das denn hier so jetzt vonstatten geht. Also ich finde, das geht jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Was mich manchmal ein bisschen wundert, ist eigentlich, dass... hier müsste ich erstmal eine Falle auslösen. Ich gucke mal, wo hier noch welche sind. Hier ist noch eine, okay. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier mal unsere Bogenschützin rein. Hier so ein paar nur von denen. Und dann sollen die sich jetzt erstmal wegsprengen lassen. Jetzt die Riesen davor. Und jetzt müsste das eigentlich hier ganz gut ins Dorf gehen. Das klappt eigentlich auch immer ganz gut. Und solange mir der Zermalmer da nicht in die Quere kommt, der kommt jetzt zwar runter, aber ich meine, die anderen Sachen tanken noch ganz gut für meine Truppen. Ja, manchmal laufen die Bogenschützen ja total weit vor und machen dann nicht das nächste Lager oder die nächste Def oder so, sondern was ganz anderes plötzlich. Und da weiß ich immer noch nicht, was die dann reitet. Da rennen die vor und rennen an zwei, drei Gebäuden vorbei. Ja, 52% hier, das ist echt nicht schlecht für mich. Und haben wir auch gewonnen. Jetzt sind wir wieder bei über 1600 hier. Das ist natürlich auch wirklich, wirklich krass. Das hat nämlich Auswirkungen mal wieder auf unseren Bonus. Ja, der muss einfach ein bisschen mehr werden jetzt. Es ist einfach so. Und ich würde sagen, wir lassen die kurz mal abtrainieren. Mal gucken, ob wir nicht noch die 1650 hier knacken oder so knapp an 1650 rankommen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, unsere Armee ist ja schon länger fertig. Ich hatte einen kurzen Superbreak gemacht hier und mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Pokale hier reißen können. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich muss immer so ein bisschen auf den Zerschmetterer aufpassen, muss ich sagen. Aber irgendwie, denke ich mal, kriegen wir immer das Rathaus hier. Wir machen erstmal die Lager weg hier, dass wir dann gleich mit den Riesen hier reingehen können. So, dann hauen wir die Bogenschützin hier mal hinter. So, die Bombe ist schon mal ausgelöst, das ist schon mal nicht schlecht. Mal gucken, ob wir uns das Rathaus hier mitnehmen können. Jetzt haben wir nur keinen Riesen mehr, der tankt, sondern nur noch die kleinen Barbaren hier. Und die Bogenschützin, schaffen die das noch? Ja, die schaffen das Rathaus noch. 39%, mal gucken, ob da noch was geht hier. Ne, ich denke mal, das war's. Das ist gewesen, 39%, ja, das ist jetzt nicht so dicke. Aber ich komme schon ein bisschen besser zurecht, auch wenn wir jetzt verlieren sollten. Wäre das nicht so tragisch. Wenn ihr so ein paar kuriose Sachen habt, verloren. Wenn ihr ein paar kuriose Sachen habt für mich, dann könnt ihr mir die auch senden. Ich habe das Ganze mal in meinem Google Drive freigegeben hier. Und dort könnt ihr mir Dateien ablegen, Videodateien, also kleine Aufnahmen von euch, wo ihr etwas Kurioses aufgenommen habt. Und ich habe das einfach mal als Test gemacht. Ich würde gerne ein bisschen mehr von euch zeigen. Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann muss ich das nochmal modifizieren. Aber ich habe das eben mal mit meinen Jungs getestet, ob das funktioniert. Die haben ja nun nicht meinen Account, sondern einen ganz anderen Account. Und die konnten dort zumindest schon mal Dateien ablegen. Kurze Beschreibung dabei. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber ihr wisst das dann sicherlich schon. Ansonsten gucke ich mir das Ganze an. Möglichst in HD, also 1920x1080. Und dann werde ich das einfach mal mit in meine Folgen einbauen. Auch das muss ich mal oder will ich einfach mal so ein bisschen antesten, wie das ist, wenn ich Sachen von euch zeige. Das ist ja eigentlich immer nur dann da, wenn ich mit meinen anderen Chars irgendwo abseits dieses Clans hier tätig bin. Und ich denke mal, ich mache nachher in gut einer Stunde, nee, in 5 Minuten noch nicht, dann auch mal die Uhr an hier, weil ich die Lager richtig voll haben will, damit ich anfangen kann zu forschen. Und
das so als kleines Update aus meinem Bauarbeiterdorf hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da am Ende. Denkt dran, ich habe euch das verlinkt. Unten in der Beschreibung gibt es den Link zu meinem Google Drive. Dort könnt ihr eure Sachen ablegen. Ich werde die da rausziehen und dann wieder löschen. Also nicht wundern. Ja, das, was ich dann rausgezogen habe, lösche ich dann natürlich auch wieder dort, um den Platz wieder freizugeben für andere Sachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Toto. Bis dann.